Menschen in München mit Jörg van Hofen. Herzlich willkommen zu Menschen in München. Heute möchte ich mich mit der Schauspielerin Jutta Speitel unterhalten, die wir alle aus vielen Fernsehserien und Filmen kennen. Aber Jutta Speitel engagiert sich auch sehr im sozialen Bereich. Über diese beiden Themenbereiche möchte ich mich jetzt mit ihr unterhalten. Frau Speitel, schön, dass Sie sich ein bisschen Zeit genommen haben, dass man noch mal so richtig über Ihr Leben auch sprechen kann. Wenn man so ein bisschen über Sie recherchiert, dann liest man, dass Sie mit 15 Jahren angefangen haben, als Schauspielerin zu arbeiten. Naja. Ist das eine Sache, wo Sie sagen, das so würde ich Mädels empfehlen? Oder sagen Sie, es wäre vielleicht gar nicht falsch, auch eine andere Ausbildung mal so parallel kennengelernt zu haben? Also ganz abgesehen davon, dass ich das dann gemacht habe. Aber ich habe ja als Statist angefangen. Ich wollte einfach in diesen Beruf reinkommen und es war mein dringlichster Wunsch, Schauspielerin zu werden. Nur ich wusste nicht wie. Da ich nicht aus einer Schauspielerfamilie komme, war das für mich nicht so einfach. Und dann hat sich das ergeben und dann habe ich mich halt als Statist beworben gehabt und bin dann aber gleich entdeckt worden und habe dann in ganz vielen Filmen, ob die jetzt Pepe der Paukerschreck oder Hurra, die Schule brennt oder diese Sachen heißen, habe ich da mitgespielt und dann bin ich wirklich, als ich dann mit der Schule fertig war, ganz normal auf eine Schauspielschule. Bin allerdings gleich im ersten Jahr sowohl vom Helmut Matiasek wie auch vom Rudolf Nölte entdeckt worden und habe gleich riesengroße Rollen gespielt. Ich habe gleich die Elektra gespielt im Renaissance-Theater. Wenn wir nochmal zu diesen 15-jährigen Mädchen zurückkommen, was da unbedingt Schauspielerin werden wollte. Wie entstand das? Also haben Sie da einen Film gesehen? Oder, das war so ein Spieltrieb. Ich habe mit 4 Jahren schon das gewollt. Ich habe immer Rollen gespielt, immer. Denn Fernsehen war ja gar nicht so wie heute, dass man das gar nicht. Gab 3 Kanäle maximal. Und dann wir hatten gar keinen Fernseher. Ich war 16, als wir unseren ersten Fernseher hatten. Dann müssen Sie ja ein interessantes Kino in Ihrer Nähe gehabt haben, oder? Auch nicht. Ich bin auch nicht ins Kino gegangen. Ich wollte einfach spielen, Bühne, sich verkleiden, andere Menschen sein. Ich habe mit meinen Puppen riesen Rittersachen gespielt und ich habe mich immer verkleidet und weiß der Kuh was. Ich habe immer in so einer anderen Welt gelebt. Okay, und dann waren Sie in diesem ersten Spielfilm als Statistin, haben sich hinter den Hauptdarsteller gesetzt, wird jetzt oft kommuniziert. War das wirklich jetzt so eine bewusste Geschichte, weil Sie wussten, der wird oft gefilmt und da komme ich dann oft ins Bild? Erstens das und zweitens war ich in ihn verknallt. Aha. Und ich wollte ihm in seiner Nähe sein. Mhm. Aber ich wollte nicht nur in seiner Nähe sein, sondern so oft wie möglich im Bild. Dann müssen Sie noch sagen, wie er hieß, der Schauspieler. Hansi Kraus. Hansi Kraus, aha. Wie viele Jahre war der älter? Der Hansi ist, glaube ich, genauso alt wie ich oder ein Jahr älter. Ja. Aha. Und wie ging das dann? Haben Sie sich an ihn rangepirscht? Oder? Nee, da war schon eine andere da, die ich ja nicht kannte, mit der er immer noch verheiratet ist, die Bärbel. Also es hat nie funktioniert. Gut, aber karrieremäßig hat es funktioniert, weil sie ja dann da entdeckt wurden. Und wie wichtig war dann diese Schauspielausbildung, die Sie ja dann auch gemacht haben? Würden Sie sagen, das muss man unbedingt gemacht haben? Oder ich sage jetzt mal wirklich in Anführungszeichen, reicht es in Deutschland, wenn man talentiert ist? Das hängt davon ab, was Sie wollen. Wenn Sie irgendwelche Soaps machen wollen oder Telenovelas, dann reicht es vielleicht, wenn Sie einfach nur hübsch sind und ein bisschen eine Aura haben. Aber wenn Sie Theater spielen wollen, wenn Sie wirklich diesen Beruf haben wollen, dann ist eine Ausbildung schon sehr wichtig. Und wenn Sie jetzt so vergleichen, Theater spielen und Fernsehen, wo liegt da so für Sie der Unterschied? Was ist das Reizvolle? Das ist ein großer Unterschied. Erstmal schon die Sprache. Du, auf der Bühne arbeitest du mit dem gesamten Körper in jeder Sekunde, weil das Publikum guckt immer auf die gesamte Bühne. Und es ist auch sehr wichtig, dass du von deiner Technik einfach bis in die letzte Reihe kommst. Also ich habe noch nie ein Problem gehabt. Mhm. Ich habe schon auf so großen Bühnen gespielt, ob das jetzt Burgtheater ist oder ob das in Bad Hersfeld die Freilichtbühne ist, die wahnsinnig ist, weil es sind 1800 Menschen, die da drin sitzen und es ist freier Himmel in der alten Burg. Mhm. Also wenn du da nicht bis hinten hinkommst, dann hören die halt nichts. Ne? Aber die Tonmeister sind immer sehr glücklich mit mir. Und wenn man jetzt also so eine Fernsehserie sich mal anguckt, da sagt man dann immer, okay, irgendwann ist so ein Schauspieler oder eine Schauspielerin dann auch sehr in einem Klischee drin, wo sie dann schwieriger nur rauskommt. Ihre letzte Rolle
Ihre letzte Serie, das war diese Nonne, die Sie gespielt haben. Inwieweit haben Sie das Gefühl, dass die Leute jetzt, wenn sie an Jutta Speitel denken, auch immer automatisch, zack, diese Nonne im Kopf haben? Also Gott sei Dank habe ich eine lange Geschichte beruflich schon hinter mir. Das hätte man bei Dreisen einer zu viel sagen können, das hätte man bei Alle meine Töchter sagen können. Man hätte immer wieder mich festlegen können, geht aber nicht. Weil ich höre auch immer ab einem gewissen Punkt auf, wenn ich merke einfach, dass es gut ist, dass die Geschichten jetzt eigentlich erzählt sind und dass ich eigentlich in dieser Rolle alles gezeigt habe, was geschrieben wird und sich nur noch Wiederholungen einstellen, dann verlasse ich auch wieder eine Serie. Das sage ich aber lange vorher und kündige das an, damit es also auch eine Möglichkeit gibt für den Produzenten und den Autoren, eine gute Sache zu Ende zu bringen. Und für mich war es bei der Lotte auch an der Zeit, sie wieder zu verabschieden und jetzt auf zu neuen Ufern. Ich mache ganz andere Dinge jetzt und habe auch eine eigene erste Produktion dieses Jahr gemacht, die im Herbst erscheint. Und das ist sehr, sehr schön und sehr, sehr spannend. Diese Lotte, diese Nonne, die ist ja eigentlich erstmal eine Person, mit der man sie ja eigentlich gar nicht als lebenslustige Frau so identifiziert, weil die ja doch irgendwo sich einem sehr zurückgezogenem Leben dann auch zugewandt hat. Ist aber dann haben Sie die Serie nicht oft gesehen, weil die Lotte ist wirklich, also da hat sich der Autor an der Jutta bedient. Die Lotte ist ausgestattet gewesen mit Attributen, die mit der Jutta sehr viel zu tun haben. Das war eine sehr lebenslustige, eine sehr forsche, eine sehr schnelle, eine sehr angstfreie Person, ja. Und ziemlich rigoros auch. Und die hat schon enorm viel Spaß gemacht. Und viele Nonnen haben gesagt, ich erkenne mich wieder. Ich habe auch mich mit Nonnen unterhalten und habe mir angeguckt, wie die leben. Und es ist mir immer aufgefallen, dass sie wunderbare Augen haben. Warme, lebenslustige Augen. Aber so ein Kloster, wäre das was für Sie? Nee. Nein, sicherlich nicht. Dann wäre ich ja Nonne geworden. Und warum wäre es nichts für Sie? Also erstmal muss ich mich immer in der Verwandlung befinden. Das ist für mich ganz wichtig, nur eine Rolle zu spielen. Und dann außerdem, ich liebe es, an meinem Körper auch Luft dran zu lassen. Diese Kutte und diese Haube, das hat mich ganz verrückt gemacht. Und dann muss ich leider auch sagen, ich liebe Kinder und ich liebe auch die Liebe. Und das alles nicht zu haben, die Liebe, sagen die zwar immer, haben sie trotzdem. Natürlich, man hat Liebe zu Menschen, das ist ganz klar. Aber ich habe auch gerne Partnerschaft. Denn Sie wurden ja dann auch, weil Sie diese Nonne gespielt haben, auch so ein bisschen zur Kirche auch befragt. Und da haben Sie ja sich ja dann auch ein bisschen kritisch geäußert, weil Sie sagen, was zum Beispiel die Kirche in der dritten Welt macht, ist also jetzt in Bezug auf AIDS und so und einfach nur zu sagen, verhüten aber oder sich zurückhalten in sexueller Hinsicht, das würde nicht ausreichen. Da haben Sie sehr... Nein, ich bin natürlich sehr oft befragt worden, weil, ja, das war naheliegend, wie katholisch bist du und wie gläubig bist du tatsächlich. Ich habe das große Glück gehabt, wirklich katholisch erzogen zu werden und einen Glauben in mir zu haben. Aber nichtsdestotrotz habe ich, als ich 18, 19 war, einfach meinen eigenen Weg gesucht und habe schon für mich, ich glaube in meiner speziellen Weise, aber ich möchte mich jetzt nicht unbedingt an eine Kirche mehr festmachen. Ich denke, es ist schon mehr auch eine Lebensphilosophie und für mich ist ganz, ganz wichtig gewesen, auch die Demut zu spüren, die ich gegenüber dem Leben habe und auch gegenüber anderen Lebewesen habe. Das ist natürlich schon in einem christlichen Glauben manifestiert und das ist fürs Leben sehr schön, wenn man das in sich hat. Und wenn man so die egoistische Ellenbogengesellschaft rundherum sieht, fahre ich gar nicht so schlecht mit meiner Philosophie. Wo sind Sie denn jetzt im Moment dran am Arbeiten? Was wird so das nächste Fernsehprojekt der Jutta Speitel sein? Ja, ich habe das große Glück, dass sich wirklich Produzenten Gedanken darüber machen und Ideen entwerfen. Und in dem Fall ist es die Teamworks. Und die Teamworks haben mit einem Autoren zusammen einen Vierteiler entworfen für mich. Der führt mich nach Italien. Es ist die Geschichte einer Profilerin, die, weil sie in Deutschland in einen Fall verwickelt hat, der plötzlich in Italien auch auftaucht, bittet man sie, dass sie kommt und sich in Italien auch eben engagiert für diesen Crime. Und so kommt sie nach Rom und dann gibt es diese Doppelgeschichte, dass auf der einen Seite der Crime ist,
Das sind jetzt 4 Crimes, weil sie bleibt dann da, aber dann auf der anderen Seite auch eine sehr humorvolle Verpackung. Wie findet ein Italiener sich zurecht mit einer deutschen Chefin? Das ist, die auch noch dann zusammen wohnen, weil kein Hotelzimmer vorhanden ist. Und der sagt, der wohnt in einem großen Palazzo und lässt sie halt rein. Es ist beides. Es ist auch humorvoll. Es ist ein neues Format. Das ZDF macht das. Und ja, wir werden mal gucken. Also ich denke, es könnte eine schöne Sache werden. Man hat so das Gefühl, dass sie mittlerweile, da sie ja nun auch schon lange im Geschäft drin sind, auch so ein bisschen in die Drehbücher mit eingreifen. Immer, ist das eine Möglichkeit, die sie mittlerweile haben? Denn normalerweise haben Schauspieler die Möglichkeit ja nicht. Ich habe die schon sehr, sehr früh gehabt. Also 3 sind einer zu viel. Die ist jetzt übrigens auf DVD erschienen, die Serie. Mhm. Und es ist ja mittlerweile über 30 Jahre her. Das war so, dass die Barbara Noack, die das damals geschrieben hat, uns 3 Schauspieler oft zu sich hat kommen lassen. Und wir saßen mit ihr zusammen und haben die Figuren mit ihr gemeinsam entwickelt. Und sie hat ganz klar unsere Persönlichkeit einfach mit einbezogen. Und bei Fleisch auch. Rainer Erler hat für mich geschrieben. Aber normalerweise ist es ja nicht so. Wie schaffen Sie es, dass die Regisseure... Ja, mein Gott, das liegt vielleicht an mir, an meiner Persönlichkeit. Vielleicht animiere ich. Ja gut, aber manche Regisseure oder manche Drehbuchautoren sagen, das ist mein Ding. Und sie hat zu spielen, ja, das was passiert. Mache. Ja, das passiert natürlich schon auch. Aber mittlerweile ist es ja so, dass ich habe so viel Erfahrung in diesem Beruf, dass es halt auch... Jetzt kommen da richtig große Hunde. Ich hoffe, Sie haben keine Angst vor großen Hunden. Ich habe keine Angst vor großen Hunden. Tino, du bleibst hier. Du gehst jetzt da nicht mit. Die verlassen sich schon auch ein bisschen auf meine Meinung und beziehen mich schon mit ein. Ja, das ist ja toll. Aber das machen andere Schauspieler auch, also das ist nichts Neues. Nein, nichts Neues, aber nicht jeder kann es und nicht jeder darf es auch, oder? Ja, aber ich habe meine erste eigene Produktion dieses Jahr gemacht. Das ist zwar ein Hörbuch und kein Film, aber darin habe ich die Konzeption gemacht. Ich habe das Ganze mit organisiert, also ich habe das zusammen mit Bruno Magalini gemacht. Und wir haben ein Hörbuch mit Musikern produziert, herausgebracht. Ich habe die Regie gemacht, ich habe selber gesprochen. Und das ist schon eine ganz aufregende Sache gewesen. Also bei den vielen Sachen, die Sie gemacht haben, also ich sag mal so Femme Fatale und Mutter und Nonne, gibt es denn überhaupt noch eine Rolle, wo Sie sagen, die habe ich noch nicht gemacht, aber auf die würde ich brennen? Ich würde ganz gerne eine historische... Habe ich jetzt nachdenken müssen. Ja, ist richtig, weil ich habe wirklich fast alles gespielt, also so an unterschiedlichen Charakteren. Ich würde gerne eine Frau spielen, die entweder sehr bekannt in der Weltliteratur ist oder, was weiß ich, eine berühmte Architektin oder eine berühmte Politikerin oder irgendetwas, also eine zeitgenössische Figur. Oder zumindest aus diesem Jahrhundert, aus dem vergangenen Jahrhundert, was ich also noch miterlebt habe. So einen Charakter würde ich gerne darstellen. Mhm. Sie haben auch irgendwann mal gesagt, dass Sie gerne so extreme Charaktere auch spielen. Ich habe Misery von Stephen King gespielt, unter anderem am Theater. Ja. Ja. Das ist schon sehr extrem. Und was reizt Sie an diesen extremen Charakteren? Ja, die Verkleidung, dieses wirkliche Verwandeln. Ich habe zum Beispiel einen Film letztes Jahr gedreht, der heißt Meine Mutter tanzend. Der läuft im Moment nur auf Filmfestivals. Und kommt erst nächstes Jahr ins Fernsehen. Wenn Sie den sehen, da singe ich auch. Und das ist ganz was Schräges. Das ist etwas, so haben Sie mich noch nie gesehen. Das hat mir irrsinnig viel Spaß gemacht. Wie ist denn das eigentlich mit den Schauspielpartnern? Mhm. Da gibt es dann die verschiedensten Liebesszenen, wo man sich als Zuschauer dann immer fragt, findet ihr die jetzt wirklich gut? Und gibt es da für Sie auch gewisse Kriterien, die dann auch Ihre schauspielerische Leistung fördern? Sie meinen, ob wenn ein Mann besonders potent ist an meiner Seite, ob das dann mich beflügelt oder so? Muss er gut aussehen? Er muss passend für die Rolle sein. Und es ist mir in der Tat passiert, insgesamt 2-mal, dass ich mich in meinen Partner so verliebt habe, dass ich auch mit ihm dann zusammen bin. Ja, das hört man ja immer wieder von Schauspielern und Schauspielerinnen. Das muss ja irgendwie an was liegen. Was glauben Sie, woran liegt denn das, dass sich oft Schauspieler bei den Drehs Fragen Sie sich mal, warum Sekretärinnen plötzlich ihre Chefs heiraten oder warum Chefs sich in ihre Sekretärinnen verlieben. Erklären Sie mir das Also ich denke mal, es liegt einfach daran, dass man gleich tickt.
dass man einfach gleiche Vorlieben hat. Und ich finde an und für sich männliche Schauspieler schon auch sehr strapaziös. Und ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob ich einen männlichen Schauspieler, also so einen richtigen egozentrischen Schauspieler an meiner Seite haben würde. Das glaube ich eher auf nicht. Auf jeden Fall aber für längere es Zeit. Es wäre schön. Es wäre schön, einfach einen Partner zu haben, oder es ist schön, einen Partner zu haben, mit dem man seine Vorlieben, seine Ambitionen, seine Visionen, seine Ideen, seine Illusionen teilt. Mhm. Und wenn ich jetzt, ich war zum Beispiel verheiratet mit einem Wirtschaftswissenschaftler, der zwar gern ins Theater gegangen ist, aber der letztendlich eigentlich von diesem Beruf gar nichts versteht. Und das war für uns beide sehr mühsam. Manche sagen, dass das genau der Segen ist, wenn also zwei aus zwei unterschiedlichen Branchen kommen. Die anderen sagen, nein, es muss unbedingt aus der gleichen Branche kommen. Das ist individuell. Ich kenne auch eine ganze Reihe von Schauspielern, die mit Ärztinnen zusammen sind oder Schauspielerinnen, die mit Therapeuten zusammen sind. Gut, der eine braucht das, der andere braucht das. Also ich war mit Männern liiert oder eben auch verheiratet, die sowohl als auch oder nicht in dieser Branche sind. Wo die Liebe hinfällt. Wo die Liebe hinfällt. Und ihre Liebe ist nicht nur beim Schauspiel gelandet, sondern eben auch bei einem ungeheuer ambitionierten Projekt, wo ich jetzt gerne mit Ihnen hingehen möchte und Sie gerne erklären lassen möchte, was Sie da machen. Gerne. Auf geht's. Dann drehen wir um. Frau Speidel, wir sind jetzt hier an einem Ort, der für Sie eine Herzensangelegenheit ist. Ja. Sie haben ja nicht nur als Schauspielerin viel Aufmerksamkeit gemacht, sondern eben auch mit diesem Projekt. Wenn Sie einfach mal kurz erklären könnten, was das Projekt Horizont eigentlich ist. Ja, es ist ein Verein für obdachlose Mütter und Kinder. Und wir haben vor anderthalb Jahren, im August, es sind fast zwei Jahre, dieses Haus hier errichtet. Es ist ein sehr großes Haus. Also bei uns können 24 Mütter und dementsprechend viele Kinder, also zwischen 60 und 70 Kindern, hier wirklich ein neues Zuhause finden für eine gewisse Zeit. Wir haben 18 Monate, in denen die Mütter und Kinder hier bei uns leben können. Das hier ist zum Beispiel die Kindergruppe. Wir haben einen kleinen Kindergarten hier. Da draußen wird jetzt ganz eifrig getobt und wir haben gerade ein neues Spielhaus geschenkt bekommen, was heiß begehrt ist. Es wird jetzt eingerichtet mit Puppen und mit allem drum und dran. Das sieht jetzt erstmal alles so wahnsinnig heil aus hier und schön. Ja. Aber ich meine, der Hintergrund ist ja doch der, dass es meistens Frauen sind, die obdachlos geworden sind. Es sind immer obdachlose Mütter und obdachlose Kinder. Das ist die Voraussetzung, das ist die Idee des Vereins Horizont. Die mit einem wahnsinnigen Gepäck auch an negativen Erfahrungen ja auch hierher kommen. Ja. Wie werden die denn überhaupt hier aufgenommen? Wissen die Frauen, dass es dieses Haus hier gibt? Oder wie kann man denn dann als obdachlose Frau mit einem Kind hierher kommen? Wir haben einen Vertrag mit dem Wohnungsamt München über 15 Jahre. Wir haben dieses Haus hier gebaut und bieten dem Wohnungsamt München 24 Wohnungen an. Die Frauen kommen zum Wohnungsamt, sie kommen ins Sozialamt, sie melden sich obdachlos, sie gehen diese ganz normalen Schiene. Und da wir ein sehr spezielles Betreuungsprogramm haben und Therapien haben hier, die in der Form, wir haben eine 365 Tage, 24 Stunden Betreuung, das wird eigentlich keinem anderen Haus in München gewährleistet. Ich kann Ihnen gerne nachher noch zeigen, wir haben eine kleine Schule unten, wir haben eine Computerschule, wir haben da drüben zum Beispiel unsere Kunsttherapeutin, die auch unter anderem traumatisierte Kinder eben sehr gut helfen kann. Jetzt hoffe ich, dass ich ein... Ach, das ist leider zu. Jetzt habe ich den Schlüssel. Den habe ich jetzt in meiner Handtasche. In dieser Gruppe, wir haben inzwischen auch Ausstellungen gemacht und verkaufen auch Bilder per Internet. Und wir haben eine Heilpädagogin, die auch sehr gezielt mit Müttern und Kindern zusammenarbeitet. Unter anderem habe ich eben drei Sozialpädagogen und Hausleitung und eine Erzieherin, die das Ganze hier managen und machen. Jetzt fragt man sich natürlich, wie kommt eine Schauspielerin da drauf, ein solches Haus, was ja ungeheuer engagiert auch hier aufgebaut ist, überhaupt ins Leben zu rufen? Gab es da bei Ihnen irgendwie ein Schlüsselerlebnis oder sowas? Ach, ich denke, das ist einfach grundsätzlich ein sehr sozialer Gedankengut von mir, dass ich immer Menschen geholfen habe. Und ich habe sehr viel auch für andere Projekte getan, die aber meistens im Ausland waren. Und für mich ist es sehr wichtig, dass man etwas macht, was man anschauen kann. Dieses Haus hier kann man anschauen, man kann die Erfolge dieses Hauses sehen, man kann die Entwicklung der Frauen und Kinder mit beobachten und sie ein Stück des Weges auch im Nachhinein noch betreuen.
Und das war für mich ganz wichtig. Und als ich dann vor mittlerweile 12 Jahren auf diesen Notstand, dass es obdachlose Kinder, die nicht prostituierte Kinder sind oder drogenabhängige Kinder sind, sondern schon in die Obdachlosigkeit hineingeboren werden, dass es solche Kinder in der Stadt München gibt, war eigentlich für mich der Grund, dass ich gesagt habe, okay, jetzt schaue ich mir 2 Jahre lang an, was in dieser Stadt für diese Kinder und Frauen getan wird. Und dann habe ich mein eigenes Projekt entwickelt. Ich war an der Konzeption maßgeblich beteiligt. Ich bin selber Mutter von 2 Töchtern, also ich weiß genau, was ich brauche und was auch meine Kinder brauchen. Und so habe ich diesen Verein gegründet. Und er hat ein großes Ansehen bekommen. Und ich brauche natürlich ständig Geld, weil wir sind ein privater Verein. Wir sind kein staatlich subventioniert. Ja, das ist ganz wichtig. Und deshalb haben wir unten jetzt eingeblendet, wo man seine Spenden hinschicken kann. Oh, das wäre toll. Und wenn man hier reinkommt, dann fühlt man sich eigentlich gleich wohl. Und das ist eigentlich ein erstaunliches Erleben, weil wenn man erstmal hört, man kommt in ein Haus, wo obdachlose Frauen mit ihren Kindern leben, dann erwartet man eigentlich etwas sehr viel Depressiveres. Aber irgendwie haben sie es geschafft, ganz das hier überhaupt völlig nicht rauszunehmen. Ich habe überall Heilfarben verwendet, also in jedem Stockwerk ist eine andere Farbe. Es sind alles Farben, es ist alles mit großer Helligkeit ausgestattet. Ich habe gesagt, ich möchte im Gegensatz zu diesen tristen Containern oder diesen tristen Pensionen, wo sonst so Unterbringungen sind, ich möchte was Helles, was Euphorisches haben. Ich möchte, wir heißen Horizont, ich möchte einen Horizont bieten. Jetzt haben wir zum Beispiel etwas, was jetzt im Sommer umgestaltet wird, wo ich 20.000 Euro sammeln muss. Ja. Wir möchten mit unserer Kunsttherapeutin und einer Gruppe, die Jugendarbeit macht, das ist so ein ganz toller Verein, die sind Schreiner und das sind Jugendliche, die keinen Berufseinstieg hatten, sondern die über diese private Initiative eine Schreinerausbildung machen. Wir möchten hier einen wunderbaren Erlebniszaun machen, der dann mit unseren Kindern auch bemalt wird in der Kunsttherapie, also eine richtig große Aktion gemacht wird und dann wird das auch ein bisschen schöner, weil momentan ist natürlich alles hier noch ziemlich Baustelle und scheußlich. Aber trotzdem, ich hoffe, Ende des Jahres sieht es dann schöner aus. Trotzdem eine schöne Atmosphäre. Können Sie sich noch daran erinnern, wie die erste Frau hier eingezogen ist mit ihrem Kind? Ja, sie war hochschwanger. Sie hat 3 Tage später ihr zweites Kind gekriegt. Nein, ihr erstes. Ihr erstes. Sie ist hochschwanger zu uns eingezogen. Und ich habe gedacht, oh Gott, naja, hoffentlich geht das alles so, gleich mit einem kleinen Baby und dem Geschrei. Und es war wunderbar. Die hat uns mittlerweile verlassen, hat eine Berufsausbildung nebenbei gemacht mit uns zusammen und war eine Substituierte und ganz toll. Also, Substituierte heißt das? Eine ehemalige Drogenabhängige. Aber wir haben auch diese Betreuung, dass wir Substituierte, die also mit Methadon bereits in der Therapie sind, dass wir, wenn die einen guten Weg haben, dass wir die auch mit betreuen. Was ist denn eigentlich so die klassische Historie dieser Frauen, die zu Ihnen kommen? Sind das viele Drogenabhängige? Nein, gar nicht. Überhaupt nicht. Also das ist eher, Drogenabhängige haben wir gar nicht. Wir haben jetzt 2 Substituierte hier aufgenommen. Wir haben grundsätzlich einen Verein, der sich um Mütter kümmert, die Gewalterfahrungen hinter sich haben mit Männern. Also wir haben leider Gottes sehr, sehr hohen Prozentsatz von Gewalterfahrungen, sowohl an den Kindern wie auch an den Müttern hier, die zu betreuen sind. Aber es ist natürlich auch die Armut. Es ist schlicht und ergreifend diese unendliche Armut, in die Obdachlose reinfallen. Und wir haben einige sehr, sehr schöne Ergebnisse bereits. Unter anderem arbeitet hier im Haus eine ehemalige Mutter. Ja, das ist doch toll. Sie haben uns gesagt, dass es Ihnen auch wichtig ist, dass man gar nicht unbedingt erfährt, wo dieses Frauenhaus ist. Nein, das darf man auch nicht, weil wir... Aus welchen Erfahrungen heraus sagen Sie das den Leuten, die hierher kommen, dass sie möglichst die Adresse dieses Hauses nicht bekannt haben? Ja, das gibt eine Hausordnung, ganz klar. Und warum ist das so? Weil wir eben Frauen haben, die von ihren Männern bedroht werden. Wir haben kein klassisches Frauenhaus, weil wir auch das nicht wollen, sondern wir wollen ein Haus, was ja auch dazu dient, eine Zusammenführung der Familien wieder zu ermöglichen. Wir ziehen Scheidungen durch, aber wir ziehen auch Familientherapien mit durch, dass es auch die Möglichkeit gibt, dass vielleicht eine zerstrittene Familie wieder zusammenfindet. Ja. Aber wir haben Frauen, wo einfach die Männer auch nicht wissen dürfen, wo ihre Kinder und wo ihre Frauen sind, um sie zu schützen. Oft hört man, dass wenn solche Projekte in Wohngegenden sich niederlassen, dass das Probleme gibt mit den Anwohnern. Welche Erfahrungen haben Sie mit diesem Projekt hier in dieser Gegend gemacht? Ach, wissen Sie, wie man sieht, ist es ja noch ein entstehender Stadtteil. Und
eigentlich haben wir gar keine Probleme. Wir haben jetzt hier nebendran dieses Haus gebaut und das ist ein ganz normales Wohnhaus. Und ich denke, das Prinzip, so ein Mischverhältnis einfach auch darzustellen, ist sehr gut, weil es geht ja um Integration. Es geht ja nicht darum, dass man ein Ghetto schafft für obdachlose Frauen und Kinder, als ob sie aussätzig sind. Es ist gerade wichtig, dass diese Frauen ganz normal integriert sind. Da sind Schulen, da ist ein anderer Kindergarten, da gibt es einen Sportplatz, dass die Kinder untereinander auch kommunizieren, dass es auch möglich ist, dass mal ein Kind von außen hier reinkommt, dass ein Freundeskreis aufgebaut werden kann. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und was sind also Ihre Erfahrungswerte? Wie lange bleiben die Kinder mit ihren Müttern hier? Wann sind sie, also, ja, ich weiß nicht, werden sie das dann resozialisiert? Oder? Also wir haben auch nicht Menschen, die wir unbedingt resozialisieren müssen, sondern wir helfen ihnen aus ihrer Notlage heraus und betreuen sie ein Stück des Wegs und versuchen in diesen 18 Monaten, wo sie bei uns bleiben können, ihnen einen Horizont zu bieten, eine glückliche Zeit zu bieten. Etwas, worauf sie aufbauen können, wo sie sagen können, ich habe hier auch was mitgekriegt, was ich für die Zukunft für mich ganz wertvoll verwenden kann. Und was für ein Gefühl haben Sie, dass Sie das als Schauspielerin machen? Also dieser Bekanntheitsgrad, den Sie ja haben und ganz klar natürlich auch hier in München. Hilft der? Der hilft natürlich, aber für mich ist das ein Projekt, nicht weil ich Schauspielerin bin, habe ich das gemacht, sondern weil ich eine Frau bin und weil ich einfach diesen sozialen Hintergrund, diesen Background auch anerzogen bekommen habe von Seiten meiner Familie. Und für mich ist das ist ja mein Baby und ich liebe es heiß und innig und es macht mich immer glücklich, hierher zu kommen und auch diese Menschen auch alle zu kennen und mit ihnen zusammen zu sein. Und ja, natürlich nutzt meine Popularität ein bisschen, um Geld zu sammeln. Auf der anderen Seite ist es jetzt nicht so ein Promi-Ding, ja, wo also jeder sofort sagt, wow, da spende ich jetzt 100.000 Euro. Ich möchte auch gerne die Menschen, ganz normale, die jetzt zum Beispiel die Sendung von Ihnen angucken, die möchte ich damit ansprechen. Es geht nicht um die Höhe, es geht einfach um einen Geldbetrag, der uns auch zeigt, dass es eine Solidarisierung zu unserem Projekt gibt. Es gibt viele, die das Gefühl haben, sozial sich engagieren zu müssen. Und ich glaube, dass da erfolgreich Beispiele, wie das Ihre durchaus helfen kann. Was würden Sie denn so Leuten für Tipps geben, die also sich ähnlich wie Sie engagieren möchten? In allererster Linie dürfen Sie nicht auf der Suche nach sich selbst sein oder irgendetwas bei sich befriedigen zu wollen, was Sie anderswo nicht kriegen. Es ist richtig harte Arbeit und man muss sehr in sich ruhen und man muss sehr auch eine große Kraft haben, um das zu machen. Und es sollten nur Menschen tun, die wirklich bereit sind, sowas langfristig zu machen. Das ist ein Projekt, das wird jetzt 10 Jahre alt. Und ich denke, wir haben noch 10, 20 Jahre Arbeit vor uns. Vielleicht noch sogar länger. Vielleicht finde ich eine Nachfolgerin innerhalb der Familie. Sie hatten sogar mal darüber gesprochen, dass Sie dieses Haus auch in andere Städte tragen, diese Idee. Ist das nach wie vor aktuell? Im Moment einfach nicht. Und zwar deshalb, weil ich würde gerne in dieser Stadt noch ein anderes Projekt mit aufziehen, was aber in Richtung Berufseinstieg geht. Und das liegt mir ein bisschen mehr am Herzen. Ich denke, wir haben was ganz Großartiges geschafft mit diesem Projekt, das bundesweit oder deutschlandweit über obdachlose Kinder geredet wird. Vor 12 Jahren hat kein Mensch darüber geredet. Mittlerweile gibt es in allen Städten solche Einrichtungen, die von privater Hand geführt werden. Und auch die Städte selber haben sich enorm entwickelt. Und ein bisschen, glaube ich, habe ich dazu beigetragen, auch durch das Projekt, wie es gemacht wird. Wir sind schon auch zum Anschauen. Ja, Sie haben vorhin selber gesagt, dass es in München hier natürlich ist und dass Sie eigentlich auch gar nicht davon ausgegangen sind, dass es in München so viele obdachlose Frauen mit ihren Kindern gibt. Haben Sie das Gefühl, dass es in München einfacher ist, für Ihr Projekt zu werben und Gelder einzusammeln, als in anderen deutschen Großstädten? Erstmal bin ich hier vor Ort. Also ich kann immer in dieses Haus fahren, wann immer ich will. Wenn ich jetzt in Berlin wäre oder in Hamburg wäre, das wäre ein Akt für mich. Das könnte ich gar nicht machen. Und ich bin natürlich in München bekannt wie ein bunter Hund. Das ist schon richtig. Also mir wird auch mal auf der Straße einfach ein Zehner in die Hand gedrückt und gesagt, Mei, Sie machen so eine gute Sache, da haben Sie einen Zehner. Das freut mich. Sowas finde ich wunderbar. Und jeder kann wirklich sicher sein, der Zehner landet nicht bei mir in der Hosentasche, sondern in der Hosentasche von Horizont. Also dass das hier ein ungeheuer angenehmes Klima ist, das kann ich nur bestätigen. Und im letzten Teil unserer Sendung würde ich mich gerne noch mal mit Ihnen über Ihre Pläne unterhalten und was Sie einfach beruflich jetzt in Zukunft noch planen. Ja, fein. Vielen Dank. Frau Speidel, jetzt hatten Sie so vor ein paar Tagen oder ein paar Monaten mal einen runden Geburtstag. Und da haben Sie dann gesagt, jetzt wollen Sie sich die Welt anschauen. Haben Sie so das Gefühl? Rund. Das passt doch. Hey, du bist ja einer.
Das ist die Welt. Wollen Sie mal mit dem auftreten? Mit dem können Sie ja, Gino, mach mal ein Hobby. Mach mal ein Hobby runter. Geh mal runter. Komm, alle hoppa. Mach mal ein Hobby runter. Geh mal alle hoppa. Hup. Das hat aber genau gepasst. Runder Geburtstag und die Welt. Das ist die eine Null, die es da gab Null, bei ja. dem runden Geburtstag. Danke, dass das vor ein paar Tagen war. Genau. Und da wollten Sie sich die Welt anschauen, haben Sie der Welt gesagt. Was ist denn draus geworden? Oh ja, ich war heuer auf einer Insel, die habe ich noch nicht gekannt. Also die kleine Welt habe ich schon mal begonnen. Doch, ich plane wirklich, also in den nächsten Jahren mal eine richtig große Reise zu machen, um mich auszuklinken für einen Monat oder zwei. Und wo soll es hingehen? Es gibt viele Kontinente, die ich noch nicht so richtig kenne. Unter anderem ist Indien ein Kontinent. Und dann würde ich wahnsinnig gerne China, Vietnam, auch Himalaya oder so, das ist das auch. Sie Tibet. Denken aber nicht also an Aussteigen oder nein, so, weil manche nein, Menschen nein, nein, so in der Lebensmitte nee. So denken, jetzt müssen wir nee. Was ganz anderes Ich bin machen. So neugierig. Ich würde auch gerne mal auf die Galapagos-Inseln oder es gibt einfach ganz viele Teile dieser Erde, die ich noch, ich habe sehr viele gesehen, aber ein paar kenne ich eben nicht und die würde ich sehr gerne besuchen. Aber irgendwie schon so dieses Gefühl, mal was anderes machen zu müssen. Weiter. Also zum Beispiel, Sie haben sich dieses wunderschöne Cabrio gekauft, wohl auch als Geburtstagsgeschenk. Da ja, aber mit dem bereise ich nicht die Welt. Nein, ich bin eigentlich eher so drauf, dass ich einen Rucksack nehme und losziehe. Ja, ich wollte eigentlich mehr so in die Richtung, will Jutta Speitel ab einem gewissen Lebenspunkt noch mal sich neu erfinden, noch mal irgendwas Neues machen? Nee. Die ganze Welt will natürlich aber wissen, was ist aus Ihrem Italiener geworden. Ah! Da müssen Sie jetzt sprechen. Nee, das kann ich nicht. Warum? Ja, weil da gibt es eine Absprache über meinen Italiener, dem geht's gut. Und mehr kann ich dazu nicht sagen. Also Sie können jetzt nicht sagen, ob nee, Sie was mit dem ist das nicht dumm, zu tun haben. Das tut, doch, natürlich. Wir sind, ja, wir sind zusammen. Sie sind zusammen? Ja, toll. Ja, klar. Warum glauben Sie, dass alle sofort auch an den Italiener denken, wenn man so mit Jutta, wenn man den Namen Jutta Speitel sagt, dass die Mensch, die hat doch diesen tollen Italiener. Naja, er ist ja in Deutschland sehr bekannt, ne? Durch ja. diese Werbung, die er da gemacht hat. Und als wir diesen Film gedreht haben, das schönste Geschenk meines Lebens, es war ja ein ganz großer Erfolg, der ist, ich weiß nicht, 6 oder 7 Mal gelaufen im Fernsehen. Und da, glaube ich, haben sich auch sehr viele gefreut, dass da vielleicht was draus wird. Naja. Aber mehr kann ich jetzt einfach nicht dazu sagen, weil... Aber dieser Zug nach Italien, ja, um halbwegs beim Thema zu bleiben. Darf ich Ihnen sagen, dass Un Ciclone in Convento, das ist eine Serie, ja. die heißt Bei uns um Himmels Willen, ein Riesenrenner ist in Rom. Und dass das mit ein Grund ist, warum jetzt eine deutsch-italienische Koproduktion stattfindet, weil der Moito das natürlich weiß. Und der möchte das auch nach Deutschland bringen? Nein, wir drehen diese Probe, also diese Donna Roma, die wir drehen, diesen Vierteiler, den drehen wir für das ZDF mit Italienern zusammen. Also es wird sowohl in Italien wie auch in Deutschland wahrscheinlich erscheinen. Und ist da der Herr, der gerne Cappuccino trinkt, mit dabei? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Aber es könnte sein. Wäre möglich, aber da wird gecastet und es sind sehr viele männliche italienische Schauspieler gefragt und da werden wir sehen. Das aber wir hatten ja anfangs der Sendung schon mal darüber Sie gesprochen, dass Sie großen Einfluss auf Drehbücher haben, auf Regisseure, vielleicht sogar aber auch auf Schauspieler. Aber ich würde niemals jemandem etwas aufs Auge drücken. Das bringt nichts. Nein, also wenn eine Rolle für ihn geeignet ist und wenn die Produzenten meinen, dass er das spielen soll, dann ist das eine Sache zwischen dem Produzenten und Bruno Macalini, ob das zustande kommt oder nicht. Ich werde den Teufel tun und das forcieren oder irgendwas. Sowas mache ich nicht. Wie ist denn das überhaupt mit Frauen als Schauspieler? Wenn man so aus Amerika die Hollywood-Schauspielerin hört, dann sagen die, ab einem gewissen Alter wird denen keine Rolle mehr angeboten. Machen Sie da eine andere Erfahrung? Glauben Sie, dass das in Europa, vielleicht sogar speziell in Deutschland, nicht so problematisch ist für ältere Schauspielerinnen? Es ist sehr wohl problematisch. Es gibt sicherlich einige Kolleginnen, die sehr gut sind und nicht mehr sehr viel zu tun haben. Auf der anderen Seite haben wir, glaube ich, Um Himmels Willen, die Besetzte mit der Karin Gregorek, mit der Rosel Zech oder auch mit mir, die wir
die 50 überschritten haben, auch gezeigt, dass es eine so erfolgreiche Serie geben kann mit Frauen, die eben nicht mehr zu den jungen Generationen gehören, sondern die schon reiferen Alters sind. Und die Zuschauer lieben das. Und seitdem, glaube ich, auch was diesen Schönheitswahn, wie man immer sagte, angeht, wir haben gezeigt, dass man ungeschminkt vor der Kamera trotzdem schön sein und attraktiv sein kann. Und ja, ich glaube, wir haben da schon was verändert. Ja, Sie haben sich auch deutlich ausgesprochen gegen Schönheitsoperationen. Warum kam das in Ihrem Leben? Das ist meine eigene Einstellung. Ich bin halt, also ich habe eine wunderschöne Mutter, die 80 ist, und ich hatte eine wunderschöne Großmutter, die mit 86 gestorben ist. Und beide haben ein herrliches altes Gesicht, und ich hoffe einfach, dass ich auch ein schönes altes Gesicht kriege und dass meine positive Lebenseinstellung und meine innere Schönheit sich nach außen hin auch zeigt. Und wenn ich jetzt so in meinem Gesicht rumschneiden lasse und dann plötzlich ist zwar das Gesicht ganz furchtbar glatt, was mache ich denn da mit meinen Händen, was mache ich mit meinen Oberarmen, was mache ich mit meinen Beinen, was mache ich mit meinem Bauch, was mache ich mit meinem Busen? Das hört ja gar nicht auf. Und plötzlich sehe ich dann aus wie Cher. Das ist zwar toll, aber ist nicht mein Ding. Haben Sie denn Verständnis für Frauen, die das machen, weil sie sagen, klar, beruflich brauche ich das? Nein, natürlich können das. Jeder kann machen, was er will. Ich habe einfach für mich entschieden, ich versuche, ja, auf meine Art und Weise alt zu werden, ohne dabei greislich zu sein. Aber es ist natürlich in dem Geschäft, wo man also auch mit seinem Körper, mit seinem Aussehen agiert, natürlich eine Entscheidung. Ne? Nö, ich tue ja auch was dafür. Also es kann ja nicht damit zusammenhängen, dass du Fett absaugen lässt. Du musst schon auch danach leben. Ich bin ein sehr sportlicher Mensch und ich tue eine ganze Menge. Diese Schönheitsoperation, da sagt man jetzt, also, dass das also jetzt nicht mehr so brutal stattfinden muss, sondern dass man da eben sehr sanft jetzt vorgehen also kann. Also eine Operation ist eine Operation. Was ist da dran sanft? Ja gut, also ich meine, man hat also früher viel übertriebener die Gesichter glatter gezogen. Heute macht man das eben wahrscheinlich dann nicht mehr ganz so aggressiv. Wollen wir mal in die Richtung gehen? Ich wollte Ihnen mal... Sie wollten mir mal die Arena zeigen. Die Arena zeigen, ja. Ja, Entschuldigung. Was glauben Sie, wie weit die Arena von hier weg ist? Das sind bestimmt... 2 Kilometer. 2, 3 Kilometer. Ja, Entschuldigung, ich habe Sie unterbrochen. Nein, ich wollte nur mal fragen, ob das eben, wenn es sanfter wird mit den Schönheitsoperationen, ob es dann für Sie oder ein Thema sein könnte. Aber ich weiß die Antwort schon, es ist kein Thema für Sie. Also das finde ich aber auch sehr, sehr mutig, weil Sie damit natürlich auch anderen Frauen Mut machen, es nicht zu tun. Also früher, als es das alles noch nicht gab, haben Frauen wie Greta Garbo einfach mit 40 aufgehört zu drehen, wollten ihren Mythos nicht zerstören. Aber ich kenne Therese Giese, habe ich kennengelernt damals, und Therese Giese hatte nun wirklich einen Berg von Falten im Gesicht. Aber was für eine dolle Schauspielerin. Also da lege ich doch eher ein bisschen mehr Wert darauf, dass ich eine tolle Charakterschauspielerin im hohen Alter bin und dafür ein paar Falten habe, als dass ich eine geliftete, glatte Person bin, aber halt nur noch irgendwie... Sind Sie auch Vorbild für Ihre Töchter? Sie haben 2 Töchter. Ja. Wie machen Sie denn das mit Ihren Töchtern? Sind Sie bei der Berufswahl da engagiert gewesen? Haben Sie gesagt, hier, mach mal ein bisschen das, was deine Mutter macht? Oder sagen Sie, mach es um Gottes Willen nicht? Also ich habe 2 Töchter, die nicht Schauspielerinnen werden. Insofern ist die Frage schon beantwortet. Nein, ich habe sehr... Aber hätten Sie es gerne gehabt, dass Sie Schauspielerin wären? Ich bin total offen, wenn meine Töchter sagen, ich will das machen und nichts anderes und ich brenne dafür und das will ich machen, dann ist jeder Beruf recht. Mhm. Meine eine Tochter hat jetzt Abitur gemacht, da haben wir jetzt Abiturfeier, und die studiert ab nächstem Jahr Gesang. Die ist schon seit Jahren in Ausbildung, aber studiert jetzt richtig am Konservatorium ab nächstem Jahr Gesang. Und meine andere Tochter wartet im Moment auf ihren 2. Studienplatz. Das erste Studium war, sie ist Tierheilpraktikerin geworden. Das ist ja was ganz anderes. Ja, was ganz was anderes. Schwerpunkt Pferd. Aber die andere, die jetzt Gesang macht, das ist ja schon ein bisschen in ihre Richtung. Gesang haben Sie auch studiert. Aber sie will nichts. Gut, okay. Schauspieler sind mittlerweile auch Opernsänger. Das ist schon eher. Und die Bühne natürlich, ganz klar. Aber trotzdem, so wie sie singen kann, kann ich nicht singen. War das irgendwo sinnvoll, dass Sie Gesang studiert haben, bevor Sie Schauspielerin geworden sind? Das gehörte zur Ausbildung dazu. Kann man Sie nicht irgendwo singen hören? Haben Sie irgendwie... Doch, in Meine Mutter tanzend. Was haben Sie da gesungen? Hey Big Spender habe ich gesungen und noch ein anderes von Frank Sinatra. Sie haben Ihre Mutter vorhin schon angesprochen. Die schreibt ja jetzt ein Buch. Ne? Meine Mutter hat ein Buch geschrieben mit 80. Das ist schon draußen. Und worum geht es in dem Buch?
Das sind Erinnerungen aus ihrer Jugend, aus Familiengeschichte. Klar, es geht in die heutige Zeit. Ich bin auch erwähnt, auch meine Töchter sind erwähnt. Aber es geht eigentlich eher so, auch diese Kriegsgeschichten. Meine Mutter hat trotz des Krieges eine sehr schöne Jugend verlebt, eine sehr aufregende Jugend verlebt. Und das kann man in dem Buch lesen. Langweilig war es nie, vom Griffon Verlag. Sind Sie eigentlich gebürtige Münchnerin? Ja, waschecht. Und warum sind Sie nie aus München richtig rausgezogen? Weil ich an dieser Stadt hänge und weil sie für mich eigentlich der schönste Fleck ist, wo ich wirklich dauerhaft leben würde, möchte. Das Einzige, wo ich mir schon oft gedacht habe, wenn Hamburg in München liegen würde, dann würde ich nach Hamburg ziehen. Und warum ist das so? Hamburg finde ich eine noch schönere Stadt von den Gebäuden her. Die Bausubstanz ist schöner. Aber ich möchte gern, dass die in München liegt. Ja, mal überlegen, was hat denn Hamburg, was München nicht hat? Also es ist diese großen, wunderbaren alten Häuser, diese Handelshäuser, dann und dann diesen Hafen. Und also das ist schon auch sehr, sehr reizvoll. Aber es ist mir viel zu weit weg im Norden. Und diese schönen und die Berge, heute sieht man sie ja leider Gottes nicht. Und die Nähe zu Italien und Das ist ja auch so eine Kopfsache. Alle, die in München leben, wir können noch mal weiter Richtung Arena laufen. Alle, die in München leben, die sprechen immer davon, dass Italien so nah ist. Aber Sie machen das dann auch wirklich, ne? Ja, das liegt aber auch an meinem Vater. Mein Vater ist in Griechenland und in Italien aufgewachsen. Also war ich als Kind immer sehr viel in Griechenland und immer sehr viel in Italien. Aha. Und warum ist Ihr Vater in Griechenland aufgewachsen? Weil mein Großvater Ingenieur war und Bergwerke eingerichtet hat. Und mein Großvater war sowohl in der Türkei wie in Griechenland und wie in Italien und hat dort am Beginn des letzten Jahrhunderts Bergwerke eingerichtet. Und erst als mein Vater dann angefangen hat zu studieren, er hat in München sein Abi gemacht, lustigerweise, aber er war in Südtirol im Gymnasium und in Italien war er in der Volksschule. Und wenn wir uns jetzt mal so ein richtiges Wochenende von Jutta Speitel vorstellen müssen in München, wie läuft das ab? Wo gehen Sie gerne hin? Was sind die Plätze, die Sie lieben? Am liebsten in meinen Garten und Buddel. Nein, da können wir ja nicht. Ich habe ein tolles Fahrrad. Und mit diesem Fahrrad und mit Freunden zusammen, wenn das Wetter so ist wie heute zum Beispiel, und wir alle Zeit haben und es vorher ausmachen, dann fahren wir los. Nennen Sie mal ein paar Locations, von denen Sie besonders begeistert Isar sind. Isar mag ich immer schon sehr gerne. Also wenn letzten Sommer zum Beispiel haben wir, der 83er Sommer, 2003 Sommer war das so richtig irrsinnig. 83 war auch ein heißer Sommer. Gino, jetzt habe ich meinen Hund irgendwie verloren. Gino! Da sind wir öfters runter an die Isar geradelt, Richtung Lenggries. Nee, da kommt er wieder. Sind wir in Richtung Lenggries geradelt. Da gibt es so eine ganz schöne alte Stelle, wo die Isar sogar einen kleinen See hat. Und da sind wir dann zum Baden hingeradelt von hier aus. Okay. Ja gut, was glauben Sie denn, was Sie jetzt noch mit Ihrem Projekt erleben werden? Was sind da jetzt so die nächsten Schritte, die Sie noch machen wollen mit Horizont? Sie meinen zukunftsorientiert? Ja. Ja, es gibt, also was ich immer mehr feststelle im Laufe dieser Zeit, wo ich eben mit diesen Frauen zusammen bin und sehr viele unterschiedliche Frauen auch kennengelernt habe, ich würde gerne ein Projekt, was zu Horizont dazugehört, in Richtung Arbeitseinstieg machen. Also ich würde gerne Frauen profilieren in der Ausbildung. Und da habe ich eine Idee mit einem eigenen Projekt und da gucken wir mal. Und da brauchen Sie auch wieder Geld dafür. Ich brauche immer Geld, weil wir, wie gesagt, auch unabhängig sind und das uns als Luxus auch wirklich leisten, keine Förderungen von staatlicher oder städtischer Sicht zu bekommen, weil das ja auch wieder unfrei macht. Und außerdem will ich ja auch der Stadt helfen und einfach auch zeigen, dass man das mit eigener Initiative auch hinkriegt. Jutta Speitel, herzlichen Dank für das Gespräch. Es war sehr schön, vielen Dank. Und ich würde mich einfach freuen, wenn Sie sich jetzt einfach nochmal an unser Publikum wenden und einfach nochmal sagen, wo Sie Ihre Spenden hinschicken können, wenn Sie Ihr Projekt unterstützen möchten. Gut, also, unser Verein heißt Horizont e.V. auf der Hypovereinsbank mit der BLZ, mit der Bankleitzahl 700 202 70 und dem Konto 356012 und dann viermal die 0, also 0000, 0, 4 mal.
können Sie uns unterstützen und uns ist jeder Betrag recht. Von 1 Million bis zu 2 Euro. Danke. Das war Menschen in München mit Jörg van Hofen.